So, zum Start in die neue Woche geht es dann endlich weiter mit etwas wie Rivals und damit herzlich willkommen zurück. Ja, angekündigt haben wir gesagt, dass ich als Kopf loslege und das machen wir jetzt auch. Da habe ich irgendwie gerade vor allen Dingen überhaupt mehr Bock drauf. Dauert ein bisschen hin, blöder Ladebildschirm. Ja. Kapitel 1, erster Einsatz. Nur zwei Kategorien von Menschen fahren so schnell. Korps und Kriminelle. Oft werden wir beschuldigt, unnötig Gewalt anzuwenden, weil ab und zu einer in der Mauer landet. Aber ein fairer Kampf kümmert uns nicht. Wenn wir das Licht einschalten, müssen wir gewinnen. Sonst glauben die Leute, wir können sie nicht schützen. Im Endeffekt sorgt Angst für Respekt. Und wer die undankbare Masse gefährdet, die wir beschützen, auf den gehen wir los. Mit allem, was wir haben. Hier fängt es an. Genau. So, 5000 in einer einzigen Session sammeln, morgen zum Schnelleinsatz und sucht eine Werkstatt. Das auf jeden Fall kriegen wir hin. Ja, so, was haben wir denn? Wir nehmen auf jeden Fall erstmal die Schockramme rein. Das wird 1 mit Dreieck, okay. Dreieck und Kreis. Oh, es sind tatsächlich noch einige unterwegs, sehe ich gerade. Das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gedacht. Ich dachte, okay, sind keine unterwegs, aber irgendwie dann doch. Gut, dann starten wir mal auf die Strecke her. Umso lustiger wird's. Willkommen bei AllDrive, einer neuen Art, Need for Speed zu erleben. AllDrive erlaubt dir, deinen Freunden und anderen Spielern jederzeit und nahtlos miteinander zu fahren. Um andere Spieler zu finden, sieh auf der Karte nach oder suche auf der Straße nach ihnen. Manche sind Cops, andere Racer. Beim AllDrive mit anderen Spielern erhältst du mehr Speedpoints. Events können auch zusammengespielt werden. Eine neue Art des Spiels. Hilf deinen Freunden oder behindere sie in Kopfaufgaben oder Racer-Speedlists. Na dann, let's go. Du kannst auch mit Freunden im Need for Speed Network interagieren. Lade es jetzt herunter, um dich über Overwatch mit Freunden zu vergleichen und gegen sie anzutreten. Ich hätte sicher aber, dass noch mehr Spieler da unterwegs sind. Das wird natürlich eine andere Herausforderung werden dann. Lustig, ich bin der einzige Kopf unterwegs. So, ein Einsatz ist der Blitz, das ist auch direkt da vorne, das ist gut. Officer verfolgt verdächtiges Fahrzeug. Unterstützung wurde angefordert. Der Racer, der da vorne jetzt ist, ja, interessiert mich gerade herzlich wenig. Gut, da ist auch schon einer dran.
Sind schon vier Fahrzeuge. Toll. Bronze muss ich schaffen. Also über Gold. Officer, die Zentrale hat ihre schnelle Reaktion am Einsatz auch sortiert und ihren Bericht hinzugefügt. Ich muss in die Werkstatt zurück, ne? Die Werkstatt 4,2 Kilometer. Ich hasse es, wenn ich immer auf der Fahrt machen können. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Habe Infos über einen bekannten Racer, der durch das Gebiet rast. Das ist ein Kopf und davor ist ein Racer. Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. Officer benötigt Verstärkung bei Highspeed-Racer-Verfolgung. An alle Einheiten eingreifen. Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Da ist ein menschlicher Spieler. Alle Einheiten, Achtung, Verfolgung eines 1041. Officer fordert Verstärkung an. Zentrale, wir haben den Verdächtigen, der fährt nirgendwo mehr hin. An alle Einheiten folgt Verdächtigen Code 1054. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Machen wir die mal zu, die Speedlist. So, rangelt. Neue Verfolgungsstrategie, neues Auto und gib ihm einen Aston Martin. Zeit, das Netz auszuwerfen. Die Speedies machen wir auf jeden Fall noch bei den Kopf. Wir machen immer so, ich versuche immer so zwei pro Folge zu machen. Zu 700.000 schaffen wir Slammer Racer von der Seite und patrouilliere 3,2 Kilometer. Zwei Cops-Stories und ein, zwei, drei Racer.
So, wir sollen auf jeden Fall das Nächste suchen. Wir müssen einfach eine Seite slammen und einen müssen wir da. Aber das kriegen wir hin. Brauchen wir nur einfach der Seite mal kurz einmal anzutippen, dann müsste das eigentlich sogar reichen. Ein bisschen auf die Karte achten, dass wir nicht irgendwie einen. Aber dann auch irgendwie einen wischen. Taucht jetzt hier gleich einer auf, also von daher machen wir gar keine Sorgen, aber dass ich irgendwie auf die Reihe kriegen würden. Da ist nämlich einer. Sache, da geht schon los. Da ist er. War von mir. Herzhaft, du! Zentrale an alle Einheiten. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgen den Officer unterstützen. Aber für dich die Racer auf dem FTC. So hab ich schon. Setze Gewalt ein. Zentrale, habe schnelles Fahrzeug in meinem Gebiet. Bin an dem Kerl dran, aber er hält nicht an. Verstanden. Könnt ihr das verdächtige Fahrzeug beschreiben? Over. Ausschau halten nach einem Porsche 911 GT3. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Und die 3,2 Kilometer haben wir auch schon raus. Ich werde mir jetzt noch da vorne stoppen, weil das ist ein Heat 4, also Stufe 4 vom Racer. Den muss ich unbedingt haben. Alter, ernsthaft. Ich bin schlechter Kopf. Ich bin ein schlechter Kopf. An alle, Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Alle Offices in der Nähe bitte melden. Hier 2 Charlie 7, verfolge Fahrzeug mit hohem Tempo auf Driftwood Heights. Verfolgung eines Racers. Alle nahen Einheiten an Position sammeln und verfolgenden Officer unterstützen. So, also müssen wir doch einen Racer suchen. Aber die haben wir aber nicht. Müssen wir diese 7.500 kriegen. Dann müssen wir tatsächlich irgendwie doch versuchen, noch einen Racer zu stoppen. Achtung, Officer ist Code 3 hinter verdächtigem Racer. Nahe Einheiten Unterstützung leisten. Ist doch schon einer. Officer fordert Verstärkung an. Ist er schon weg? Ah, ich dachte, das sind die Leute dieses Mal. Den hätte ich doch gar gehabt, den Typen. Ja, aber nur so einer. An alle, Einheit verfolgt verdächtigen Code 1044. Alle Officers in der Nähe bitte melden. Ich habe Sichtkontakt zum verdächtigen Code 3. Ich hab's aber echt momentan, ey, wenn du mal dran bist, dann kriegst du dann noch irgendwann mit. Scheiße! Hab ihn. Zentrale, Code 3 verdächtigen festgenommen. Wir bringen ihn rein. Ich bestätige die Festnahme. Code 3 wurde registriert.
Den haben wir dich ja auch geschafft. Dann machen wir in der nächsten Folge mit deinem Racern weiter. Dann nehmen wir die nächsten Speedpoints. Warte, warte mal. Warte, haben wir noch? Guck gerade mal, bei den schon zwei Speedpoints weg haben, zwei Speedless weg haben. Die helfen wir. Genau, wir haben den Smarten gekriegt. Die jetzt aber das Ding auch tief. Genau, das jetzt auswerfen. Ja. Erste war ja nur 14.000. Oh mein, Rang erhöht. Und jetzt haben wir das nächste Auto. Erstmal gesagt. Oh. Jetzt haben wir jetzt einen Dodge. Gut, Kapitel 1 ist zu. Kapitel 2 hatte Bandagen, aber da machen wir dann später weiter. Nachdem ein Street Racer ein Video im Internet veröffentlicht hat, nehmen sich dies andere Fahrer zum Vorbild und laden ähnliche Videos hoch. Es scheint, als wäre aus einer ehemaligen Untergrundsportart eine Art virale Reality-Show mit Fahrern, die alles dafür tun, Berühmtheit zu erlangen. Wahrnehmung ist Realität. Recht und Ordnung gibt es nur, wenn Leute daran glauben. Heute glauben sie weniger daran als gestern. Sie sehen, wie Racer ohne Folgen Gesetze missachten. Und wenn Gesetze wirkungslos sind und nur noch höfliche Vorschläge, dann bricht die Gesellschaft zusammen. Uns wirft man Einschüchterung vor. Dabei ist demonstrierte Gewalt angewendeter Gewalt klar vorzuziehen. Und wenn demonstrierte Gewalt nicht mehr ausreicht, muss man manchmal doch das einzig Wahre tun. Sie müssen ihre Lektion lernen. Drei Racer mit Verfolgungstechnologie. Das aber nicht jetzt, sondern wir gehen danach ins Racer und ich guck mal gerade wegen Wagenausfall. Geil. Oh, das Spiel manchmal nervt mich. Dass das immer noch passiert. Na gut, liegt daran, dass der Host rausgegangen ist. Okay, das erklärt es auch. Es gibt nämlich nur einen Host. So, anders. Wagenausfall. So, wir wollten nämlich die Wagen ausfallen. Und zwar den Aston Martin würde ich gerne haben. Ja, wir nehmen den jetzt in GTA. Ganz einfach. Verfolgungstechnologie. Ja, die Schockramme und die Straßensperre. Gut, dann machen wir jetzt trotzdem mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit den Racern.